Hallo zusammen! Wir testen heute den Hitzetod eines Wechselrichters. Und zwar habe ich hier eine Kartonschachtel und hier drin habe ich 53 Grad, 54 Grad. Und wir haben hier, das ist eine Perpetuum mobile Schaltung, mache ich ein anderes Video drüber. Wir haben hier einen Strom von 2,1 Ampere, das hier reingeht. Aber ich müsste da noch auf 0 stellen, sorry, das kann nicht sein. Von 0,9 Ampere. Und wir haben hier auf dem App, habe ich einen Stromverbrauch von 0,9 Ampere. Wir packen diesen Wechselrichter aus, der ist also eingeschaltet, hat aber bei 60 Grad ausgemacht und funktioniert dann nicht mehr. Das sollte auch so sein, wenn er irgendwo eingepackt ist, der Lüfter ist defekt. Also das Ding ist richtig warm. Der Lüfter läuft und der Strom ist immer noch bei 0, sowieso Ampere. Wir gehen jetzt aber dieser Leitung nach. Der Wechselrichter ist an, eingeschaltet. Das Kabel geht hier raus, hier drüben auf ein Ladegerät und vom Ladegerät in die Batterie. Und dann habe ich hier das App. Und hier oben habe ich meine Testlampe, kennt ihr vielleicht von irgendwo anders. Jetzt braucht er 6 Ampere, 11 Ampere, 16 Ampere braucht jetzt die Steuerung hier. Jetzt hat der Wechselrichter wieder eingeschaltet, die grüne Lampe leuchtet. Und wir messen jetzt auch hier den Strom, der rausgeht, das ist 45 Ampere, 44,4, der geht also aus der Batterie raus, geht hier rüber und kommt dann hier im Ladegerät wieder an. Und hier im Ladegerät habe ich 38 Ampere, die wieder in die Batterie reinkommen. Beziehungsweise, weil hier mehr rausgehen aus der Batterie, Wirkungsgrad von Wechselrichter, Ladegerät, dann habe ich hier einen Stromverbrauch aus der Batterie von 6 Ampere. Das brauche ich, um hier die Energie rundherum zu schicken. Aber ich wollte hier eigentlich testen, was passiert, wenn ich diesen Wechselrichter einpacke. Der Wechselrichter gibt ja die Wärme ab, der lüftet hier auch schön, er hat jetzt hier 44 Grad aus der Oberfläche. Bei 46 Grad, bei 60 Grad hier drin, in dieser Kartonschachtel drin, schaltet dieser Wechselrichter aus, fertig, lustig, kein Strom mehr. Und bei 45 Grad kommt er dann wieder, schaltet sich automatisch wieder ein. Was jetzt hier passiert ist, ja, das ist dieser Wechselrichter und diese Perpetuum mobile Schaltung, das macht natürlich keinen Sinn, das ist absoluter Schwachsinn, aber wir sehen das immer wieder in Wohnmobilen, dass eine Netzvorrangschaltung gemacht wird mit dem Relais, dass wenn ich einspeise von 230 Volt, dann Einspeisung von Wechselrichter und dann hänge ich das ganze Wohnmobil dran. Mit dem Ladegerät hier und das lädt dann im Prinzip die Batterie. Das braucht jetzt in dieser Konstellation 6 Ampere aus der Batterie, also wir haben keine Ladung, also wenn er theoretisch nichts macht. Hier habe ich und jetzt schalte ich diesen Wechselrichter aus und jetzt habe ich 0. Ich schalte den Wechselrichter wieder ein und dann geht es im Moment, dann zieht er wieder 6 und wenn ich jetzt hier das Ladegerät ausstecke, dann geht er zurück auf 1,
Das ist jetzt noch der Lüfter, der hier arbeitet, weil der Wechselrichter ist jetzt recht warm. Das geht jetzt eine gewisse Zeit, bis der ganz ausschaltet, bis er sich abreagiert hat. Ja, ich sehe gerade, ich habe hier, seht ihr auf dem Handy, eine neue Ringleuchte um die Kamera. Ich weiß nicht, wie das ankommt. Wahrscheinlich muss ich die dann wieder demontieren. Aber man sieht dann von näherem eher, was da Sache ist. Ja, ich bin videotechnisch ein bisschen am Aufrüsten. Mit Beleuchtung, was da so sein kann. Ja, ich mache euch hier unten ein Video vom Ladeboost. Von dem Wechselrichter hier. Dann habe ich das gleiche gemacht mit dem Ladeboost. Das verlinke ich euch hier unten. Und hier oben die Batterie. Und hier unser wasserdichtes, das tauchen wir ein, Ladegerät von Meanwell. Das könnt ihr also komplett im Wasser versenken. Empfiehlt sich nicht, aber es geht. Und vor allem, ich habe hier keinen Lüfter. Es ist nur warm und einen sehr hohen Wirkungsgrad. Ich wünsche euch einen schönen Tag.